Jo, eigentlich wollte ich jetzt mit Yuki weitermachen, wie ich gerade in der letzten Folge gesagt habe, aber in den Kommentaren kam eine gute Idee. Und zwar, dass ich den Killerzug des Todes doch Patrouille laufen lassen könnte. Das heißt, ich baue noch ein paar mehr Schienen. Und dann bauen wir eine schöne Bahnstrecke. Und zwar bauen wir die nicht direkt vor der Basis. Hallo, Königin. Ja, die Roboter sind echt schön. Also nicht direkt vor der Basis, weil vor der Basis haben wir eh so eine kleine Zone, wo eher das Tod geschossen wird durch die Laser. Sondern, ich schätze mal so auf dieser Höhe. Also der Abstand von, ich habe keine Ahnung, wo auf der Karte wir sind, mittig, glaube ich. Also von hier bis nach da unten. Auf dieser Höhe machen wir dann parallel zur Mauer eine Schiene lang, auf der Zug immer hin und her fährt. Und das sollte sicherstellen, dass in. Ja, also zwischen hier und hier ist unser Radius von dem Zug. Das heißt, in die gleiche Entfernung auch nochmal in die Richtung. In die Richtung werden die Roboter fliegen. Das heißt, alles, was in diesem breiten Balken ist, komplett einmal von da bis da, alles, was an Basen spawnt, sollte recht schnell, sobald der Zug da ankommt, wie man hier sehen kann. Boom, boom, boom. Genau, alles, was da an Basen spawnt oder ein Gegner ankommt, sollte recht schnell zerlegt werden. Das Einzige, was wir sicherstellen müssen, ist, dass eine Verbindung irgendwo ist, also irgendwo eine Haltestelle, wo der Zug für ein paar Sekunden anhält, um mit neuen Robotern beladen zu werden. Und vielleicht auch Repair Packs. Ich weiß nicht, ob der Zug sich irgendwie selber reparieren kann. Gucken wir mal ganz kurz nach hier oben, ob alles okay ist. Ja, es sind jetzt schon viel zu wenig Roboter drin, oder? Zeig mal her. Achso, du hattest. Stimmt, der Zug wurde zerstört. Nimm mal dich mit. Die können wir da lassen. Und bauen mal hier die Schienen weiter. Wir brauchen also auch einen neuen Zug, richtig? Wo war der Kampfzug? Bei Waffen, glaube ich. Ja, da. Und ich baue auch gleich mal zwei, damit wir. Warum? Wenn wir mehr Roboter auf einmal rausschmeißen können, denke ich. Dann bräuchten wir noch eine Lok. Und ich hätte gerne eine gepanzerte Lok, wenn wir das haben. Wir haben hier einen Cargo Wagon, da haben wir eine Diesel-Lokomotive mit 1000 Lebenpunkten. Ich glaube, wir konnten irgendwo noch eine MK2 bauen oder mussten wir die erst erforschen? Nicht hier. Diesel-Lokomotive MK3 hat allerdings nur 1700 Leben. Ist jetzt nicht so viel mehr. Und bring mir bitte Engines. Da. Was habe ich da gerade gesehen? Wir haben noch einen Wagen, aber der ist zerstört. Also angeschlagen, ja. Papa. Nimm, 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 nimm. Also, ich habe nichts, um von Hand zu reparieren. Da. Wie? Gut. Damit die stacken und so. Okay. Das heißt, hier jetzt einfach einmal komplett langziehen. Die ausgeworfenen Roboter, also die Kapseln, die halten echt lange. Da kommt man das nur so vor. Also die gerade um mich rumwuseln. Die hatte ich ja Mitte letzter Folge oder so ausgeschmissen. Oh, wir brauchen viel mehr davon. Sollte ich wahrscheinlich auch automatisieren haben. Achso, und wir brauchen. Wie machen wir das? Legen wir wirklich eine Schleife? Wo dann immer der Zug geradeaus fährt, oder sagen wir, er fährt bis zur einen Eckecke, da ist dann eine Haltestation, und dann ist auf der anderen Seite noch eine Lok, die das in die andere Richtung zieht. Das mit der Haltestelle ist doof, weil Haltestelle ist dann immer so ein Gefahrenbereich. Wobei, wir könnten den Zug in die Basis reinfahren lassen. Denn es ist allerdings weniger auf den Schienen. Nee, also ich werde das automatisieren müssen. Mit den Schienen, damit wir richtig, richtig viele davon haben. Und ja, es gab auch mal einen Mod, der dafür gesorgt hat, dass Züge automatisch Schienen vor sich legen können. Das kombiniert mit dem Killer-Roboport-Zug des Todes ist bestimmt eine schicke Sache. Jetzt hätte ich aber ganz gerne eine Fabrik. Und das wird langsam echt fuselig mit den Logistikrobotern, den Baurobotern und den Kampfroboterkapseln, die um einen rumschwirren. So, du stell mal. Nimm mal die Fabrik. Nee, die Fabrik ist schon verplant für was anderes. Bau das mal. Das ist auch schon verplant für was anderes. Ich glaube, hier sind wir durch.
mal da alles hin. Genau. Und du stellst jetzt Schienen her. Dafür hätten wir gerne Steine, Sticks und Stahl. Steine, Sticks und Stahl. Und du kriegst natürlich auch Gottmodule, weil das so ein wichtiges Unterfangen ist. Und ich beschränke dich mal auf 2 Reihen. Und go. Haben wir gar keine Fabrik, die Sticks herstellt? Doch, bestimmt. Warum kommt denn keiner? Nee. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Wir haben keine Fabrik, die Sticks herstellt. Du, stell mal Sticks her. Dafür brauchst du nur Eisenplatten. Ist ganz einfach. Dann wirst du noch rot gemacht. Dann kriegst du diese wichtige... Kriegst du diese wichtige Aufgabe Gottmodule. Und beschränken dich mal auf eine Reihe davon. Oh, und es hapert jetzt eher an den Ärmchen, also mach mal so. Zip, 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 zip. Auch hier hapert es an den Ärmchen, wie es überall hapert. Eigentlich sollte ich einen Upgrade-Planer machen von blauen Ärmchen zu lila Ärmchen. Wobei ich die lila Ärmchen noch gar nicht automatisiert habe. Und so schnell werde ich von Yuki abgelenkt, was ich eigentlich machen wollte, diese Folge. Aber das mit dem Zug ist mir gerade wichtiger. Weil dann kann ich wirklich sicherstellen, dass wir alle Basen in einem recht großen Radius zerstören. Das heißt, wir haben dann einen Zug, der hier immer hin und her fährt, der dann jeweils links und rechts von sich alle Basen zerstört. Wenn die alle weg sind, könnten wir quasi parallel zu diesem Zug dann hier noch einen Zug machen. Und so können wir immer einen größeren Radius machen, wo keine Aliens hinkommen können. Und so können wir theoretisch wirklich die Welt nach und nach erobern. Das macht nicht wirklich viel Sinn, weil wir eh schon, ne, übermächtig sind, aber wir könnten. So, was wollte ich jetzt hier bauen? Nicht die Schienen? Mist. Wir hatten die Sticks gebaut, um die Schienen zu bauen. Ich habe keine Ahnung. Okay, Themenwechsel. Wir forschen mal das. Ich laufe jetzt nur mal rum, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen, was es sein könnte. Ah, genau, lila Ärmchen. Und ich habe mich gerade von den rosa Kugeln da inspirieren lassen, weil sie fast lila sind. Du, bau die da. Dafür brauchst du blaue Ärmchen, Titan Bearing, Titan Gear Wheel und ganz viel Gedöns. Okay. Also, weiße Chips. Titan Gear Wheel, Titan Bearing. Das andere habe ich schon wieder vergessen. Du, achso, blaue Ärmchen natürlich noch. Okay, du... Blauärmchen. Fast Insert. So, und du auf jeden Fall Module und dich auf jeden Fall beschränken auf, sagen wir mal, erstmal nur 2 Stacks. Weil die Titanengeschichten würde ich ungern zu sehr verheizen. So, und jetzt nehmen wir Upgrade Planer. Und zwar hätten wir gerne dich da und dich da. Und den können wir nach und nach einfach mit dem Upgrade Planer einmal komplett in die Basis rüberziehen. Und alle blauen Ärmchen zu schnelleren Ärmchen machen. Safe. Das vergesse ich auch ganz gerne. So, das hätten wir also auch. Wie sieht's aus mit Schienen? Sind ein paar. Können wir da mit Blueprints arbeiten? Haben unsere Roboports so eine große Reichweite? Bis wo ist die Reichweite? Ist da irgendwo? Kann ich das von hier aus nachprüfen mit einer Kiste, oder? Kiste? Ja. Oh, das passt doch perfekt. Ja, sehr schön. Wie geplant. Okay, dann reiß das mal ab. Mach mal ein Blueprint nur von den Schienen. So, ja. Und dann legen wir das da einfach ran. Wasser ist im Weg. Das ist kein Problem. Zerstören wir mal eben das Wasser. Man merkt, wir sind im Hightech-Bereich angekommen. Was? Da ist ein Meer im Weg. Das muss weg. Wobei jetzt Landfill nicht wirklich Hightech ist, aber trotzdem. So, davon hätte ich gern ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob wir davon genug im System haben. Also, mach mal... Boah, wir haben 700 Alien-Artefakte einfach so auf Tasche. Wow, wow. Gottverdammt.
Erschreckt mich doch nicht so. Kann ich euch irgendwie zerstören? Von Hand, ohne dass ihr so einen Lärm macht? Das kann ich nicht gebrauchen. Haben Sie sowas? Du große Dinger. Da kommt Lernfilm. Okay. Das heißt, die werden jetzt sporadisch und ich weiß nicht wann in die Luft fliegen und dabei einen Heidenlärm machen und mich jedes Mal überraschen? Das ist ein riesen Nachteil von den Auswerfbots. Also für mich persönlich zumindest. Also für euch ist es nicht so laut, weil ich das Video immer nachbearbeite. Aber für mich war das ein ganz schöner Schock. Egal. Hier, wir wollen weiterbauen. Gib mir einen Zug bis zu. Ah. Hier fehlt ein Roboport. Ja, apropos Roboport, wir hätten mal ganz gerne. Wir hätten mal ganz gerne tolle Roboports. Dafür werde ich sehr viel Platz im Inventar brauchen. Und ich glaube, ich stelle den Zug schon mal hier hin, damit er wenigstens schon mal arbeiten kann. So, wie machen wir es mit der Aufladestelle? Ich lege, glaube ich, einfach hier irgendwo noch einen Roboport hin. Dann passt das schon. Okay, also Kampfroboterzug. Blub. Blub. Zwei Stück. Du kommst da rein. Bist rausgeschmissen. Okay. Dann wollten wir diese Locomotive MK2 bauen. Und dann die MK3. Und ich baue davon zwei Stück für vorne und hinten. Weil wir halt mit so einem einen Schienensystem arbeiten und nicht mit so einem Kreislauf. Was fehlt für die MK3? Titanplatten. Gib mir bitte Titanplatten da. So, da ist irgendwo Ärger gemacht worden. Das könnten die Roboter sein, die ich gerade hier reingetan habe. Ja, die sind sofort losgeflogen, haben eine Basis angegriffen und wurden zerstört. Das ist auch ein Nachteil. Also es müssen immer genug Roboter auf einmal reingeschmissen werden, sonst fliegen immer fünf los, werden zerstört, ohne irgendwas zu reißen. Es fliegen wieder fünf los, werden zerstört, ohne was zu reißen. Und ja, das ist recht sinnlos. Ich hätte gerne Advanced Attack Drones. Es sind nur noch zwei Stacks rote Roboter da, die mich erschrecken können. So, da sind die Kampfroboter. Du. Warum schmeißt er da immer alle auf einmal aus? Also, weil er wahrscheinlich noch Ziele hatte. Ja. Okay, nächstes Ziel warst du. Warum haben wir keine Titanplatten? Weil ich nicht nah genug zu Hause dran war? Also ich fordere sie an, 200 Stück. Es kann sein, dass das System keinen Zugriff darauf hat, weil ich die Titanplatten sofort umgemodelt habe zu Titan Gear Wheels. Du hättest gerne Kugeln. Woher bekommen die Kugeln ihr? Gar nicht. Was? Und doch, die bekommen hier ihre Titanplatten, wo aber keine ankommen gerade. Wo stellen wir Titan her? Und so geht's wieder los mit dem Rattenschwanz. Hier stellen wir Titan her. Es fehlt Rutil. Okay. Rutil bauen wir nicht automatisch ab, richtig? Das ist Tungsten. Hatte das jetzt nur wieder einen anderen Namen oder war das wirklich ein Ding? Komm vom Kleinen zum Großen hier. Bau bitte ein davon Drill. Stell bitte währenddessen irgendwo eine Kiste auf und schmeiß die ganzen Leichen raus. So. Warum habe ich so viele Fusionsreaktoren dabei? Das sind Fünfer, das sind Vierer. Hier waren vorher die ganzen Schulterdinger drin, ne? Ja, die hätte ich rausgenommen zum Testen. So viel komisches Zeug hier rumliegen. Du. Das ist Silber. Ich will eigentlich nur das. Ja, nimm Silber und Tungsten. Tu das mal in eine gefährliche lila Kiste. Nee. Nee. Mach eine rote Kiste draus.
Aber ruhig eine größere rote Kiste. Sollte ich mir allgemein angewöhnen, dass ich hier unten nicht mehr die normalen MK1-Kisten habe, sondern die MK2er da benutze. Also nicht die MK0, sondern die MK1er. Roboter werden zerstört. Ja, das ist völlig normal.